In den steilsten Bergwäldern vom Valmüstair wird zurzeit Ferien gemacht. Und zwar ganz spezielle Ferien. Vor allem Städter nutzen das Angebot vom Bergwaldprojekt. Sie kommen für eine Woche in die Wälder zum Arbeiten. Das hat zwei Ziele. Einerseits die Umweltbildung, die man vorantreiben kann, so mit praktischem Einsatz. Man hat kleine Kinder hier, man hat Eltern hier, die miteinander den Bergwald pflegen, die ihn kennenlernen und die Funktionen des Bergwalds kennenlernen. Und eben auch so lernen, warum man kleine Bäume schon rausschneiden muss. Die Arbeit ist streng, macht aber Spass. Und man lernt etwas dabei. Der Baum hier ist gefällt worden, weil er zu schwach ist und im Winter bei Schnee hätte ich können umkippen und so andere Bäume beschädigen. Es hat aber auch ganz andere Gründe, wieso die Leute freiwillig die Arbeit auf sich nehmen. Um mein Leben außerhalb der Stadt zu sehen. Ich habe sowas schon mal vor 13, 14 Jahren gemacht in der Schweiz, ohne Kinder. Und ich wollte das nochmal mit Kindern machen. Und ich habe zwei Söhne und jetzt bin ich mit beiden hier im Bergwaldprojekt. Am gegenüberliegenden Hang, bei dieser Trockenwiese, ist eine weitere Baustelle. Das Bachbeet muss instand gesetzt werden. Die Wände werden verstärkt mit Rundhölzer und Stein. Dieser kleine Bach, wo das Wasser jetzt nicht fließt, weil wir es ausgeleitet haben, wurde vor 10 Jahren wieder an die Oberfläche geholt. Vorher lief er durch eine Kanalisation direkt ins Tal. Und über die Jahre hat er sich jetzt einfach hier in die Seitenwände, in die Böschung reingefressen, in die Außenböschung. Und an manchen Stellen war es nur noch so dünn, dass es drohte, vor uns einzubrechen, dass das Wasser wieder unkontrolliert hier einen Hang runterläuft. Sodass wir jetzt begonnen haben oder versuchen, mit den Teilnehmern das wieder so zu stabilisieren, die Sohle und die Seitenwände, dass es nicht passieren wird. Es sind strenge Ferien. Trotzdem sind Teilnehmer motiviert mit dabei, weil sie einen Sinn hinter der Arbeit sehen. Am Schluss eines Tages sieht man, was man gemacht hat. Da sieht man, dass man zum Beispiel ein paar Bäume gefällt hat oder einen Wanderweg gebaut hat, ein Stück von einem Wanderweg. Also man sieht am Schluss, man hat etwas geleistet. Für die Kinder ist es ein Plausch. Allzu streng haben sie es nämlich doch nicht. Sie haben neben dem Arbeiten genug Zeit, um den Wald spielerisch kennenzulernen.